Wir haben wieder einen neuen Gast bei uns. Sinan Kurz. Wir machen mal Folgendes. Junger Mann, ja. Ich würde vorschlagen, Sinan zum ersten Mal live im Fernsehen, sich einmal kurz selber vorstellen. Ja, ich bin Sinan Kurz und 17 Jahre alt, spiele bei Gladbach. Ja. Position? Links außen, Zehner, rechts außen. Vorbild? Messi. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ja. Und auch Jugendnationalspieler und Protagonist unserer Dokumentationsreihe Projekt Profi Sky begleitet dich ja auf Schritt und Tritt. Wie ist das für dich? Ja, am Anfang war es halt ziemlich neu so für mich, wenn so Kameras einem so folgen. Aber mittlerweile habe ich kein Problem. Guck mal, weißt du, ein bisschen zusammenreißen oder ist das dann irgendwann normal und man ist so, wie man ist? Irgendwann ist man normal, so wie man es auch. Man vergisst das dann einfach. Ja. Man denkt, man ist im Dschungelcamp, genau. Und alles ist in Ordnung. Genau. Ja? So schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Eine großartige Dokumentation. Wir werden gucken, was aus den Jungens wird. Und Roland Wirkus, natürlich auch hier wieder ein wichtiger Ansprechpartner für dich wahrscheinlich. Ja. Was prognostizieren Sie ihm für einen Weg? Also wenn der Sinan auf dem Teppich bleibt, dann glaube ich schon, dass er... Entschuldigung, was heißt das? Sie sind drauf. Was heißt das, auf dem Teppich bleiben? Ja, das heißt, dass er zuhört, was er noch lernen muss. Das ist ja nur so das Problem bei jungen Spielern. Und wenn er das schafft, dann glaube ich, dann hat er eine große Zukunft vor sich. Das ist ein Linksfuß mit einer hohen Abschlussqualität. Das, was Borussia Mönchengladbach halt ausmacht. Aber es ist halt immer so, dass die Jungs dann auch mal nicht zuhören oder mal so ein bisschen über die Stränge schlagen. Und da ist es halt wichtig, dass man ja dann wieder den richtigen Weg findet. Also da muss ich mal nachhaken. Über die Stränge schlagen, wie sieht das aus bei Sinan? Also, du hast gar nicht, wovon er spricht, ne? Ich weiß von nichts. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Und Sinan war jetzt das erste Mal mit dem Trainingslager genau, in der Türkei. Mit den Profis. Wie war das für dich? Ja, war eine schöne Erfahrung. Also auch wieder was Neues halt. Wie wird man da aufgenommen? Also ich wurde ziemlich gut aufgenommen, hatte keine Probleme, wir waren ziemlich nett. Also war alles gut. Gibt es da so ein Aufnahmeritual? Das ist ja meist so bei Neuen, die in der Mannschaft kommen, müssen singen dann muss, singen. Oder? Ist ja, das jetzt genau, vielleicht auch so, wenn du das erste Mal mit ins Training bist? Ah, was musste denn passieren? Ich musste was singen, ja. Was denn? Welches Lied? Ich habe einen Stern gesungen. Oh, wie schön. DJ Das können wir jetzt gerne nochmal wiederholen, auch gerne zu viert. Nein, besser nicht. Lieber nicht. Aber ich habe gehört, dass der Kollege Stranzl gesagt hat, wenn du ein richtiger Profi werden willst, musst du erstmal einen umhauen. Stimmt das? Ja, das hat er nicht so ganz genau gesagt, aber er hat halt gesagt, dass wir keine Angst haben sollen im Training, dass wir uns auch was zutrauen sollen. Und also jetzt, dass und, wir und einen umgehauen. Hast du einen umgehauen? Nee. Noch nicht getraut. So was mache ich nicht. Nicht über die Stränge schlagen, da wären wir wieder dabei, ne? Inwiefern fungiert denn auch so ein Patrick Herrmann für dich als Vorbild? Ja, schon ziemlich, weil der hat den Weg schon gemacht, den ich jetzt auch gehen will. Und deshalb gucke ich mir auch ziemlich viel bei dem ab. Wir reden auch dann halt so zum Beispiel im Trainingslager, ja. Was sagen eigentlich Mama und Papa dazu, wenn man so Profi werden will? Inwieweit unterstützen die das? Die unterstützen mich vollkommen. Also, die sagen halt nicht, lern erstmal was Ordentliches, Junge. Nö, also doch, aber die lassen mich halt meinen Traum leben. Also die sind stolz auf mich und unterstützen mich vollkommen. Papa auch Fußballer gewesen? Nee. Mama? Nee, ja. Und sie auch nicht der Fußballerinnen, warum nicht? Manchmal kommt es auch von der Mama, da sind wir ganz frei. Ja. David Moyes war heute im Stadion, Trainer von Manchester United. Wie umworben ist dieser junge Mann hier? Ja, also es ist so, dass die jungen Spieler natürlich, oder ich sage jetzt mal, dass der Sinan schon umworben ist, aber ich glaube, dass es gut wäre, wenn er noch ein bisschen hier, er muss noch viel lernen. Und er steht erst am Anfang seiner Karriere und er hat ja noch nichts geleistet. Er hat noch kein Bundesligaspiel. Er ist sicherlich ein talentierter Jugendspieler, aber ich denke, das ist noch ein weiter Weg. So, jetzt kannst du dich beliebt machen für alle Zeiten. Welches ist dein Lieblingsfußballverein immer gewesen? Gladbach. Das ist doch ein guter Abschluss. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie bei uns waren. Einen Dankeschön. Wunderschönen Abend. Viel Glück, gesund bleiben und es gilt auch für dich. Noch schöneres Wochenende. Vielen Dank.